Guten Tag und herzlich willkommen bei meinem neuen Film hier in Uruguay. Ich befinde mich gerade in der Stadt Montevideo und an dem Punkt Tres Cruces. Von hier aus möchte ich meinen Weg starten in die Stadt Maldonado und dort möchte ich drei wichtige Punkte für mich entdecken. Also touristische Punkte, Puente del Este, Puente Baena und Playa Mansa. Mein Hotel heißt Europa und befindet sich hier im Zentrum der Altstadt in Montevideo. Und von dort aus habe ich den Bus 21 genommen bis hierher. Das sind ungefähr 2,5 Kilometer. Und für diese Strecke habe ich jetzt umgerechnet 1 Euro bezahlt. Der Bus Nummer 21 fährt bis dahin. Und hier auf meiner linken Seite befindet sich eine imposante Shopping Mall. Und dahinter sollte schon die Busstation sein. Da schaue ich jetzt mal rein. Und hier kommt schon mein Bus. Er hat 345 Pesos, umgerechnet 7,50 Euro gekostet und fährt mich jetzt bis Maldonado. Herzlich willkommen bei meinem ersten Punkt, Punta Bajena. Das hier ist die Landschaft hinter mir und die möchte ich euch jetzt präsentieren. Hier an der Küste Uruguays haben wir jetzt diesen schönen Punkt mit dieser wirklich wunderschönen Aussicht über diesen Strand im Norden von Maldonado. Ich muss sagen, dass eins der schönsten Aussichtspunkte hier ist, vom Gebieten Uruguays aus. Also schaut euch diese Sicht auf das Meer an. Und hinter mir weht die Flagge Uruguays, aber da das ja nicht das einzige Ziel hier ist, gehe ich jetzt weiter. Ich möchte etwas Besonderes sehen, Casa Pueblo, und dorthin laufe ich jetzt. Man darf nicht vergessen, dass diese Häuser, diese Kreaturen, diese Architektur und so weiter dem Künstler Carlos Paez Villaro zu verdanken sind. Hier in dieser schönen Gegend hat er diesen Traum sich erfüllt, mal ein Dorf hier in seinem Stil zu bauen. Und auf dem Weg zu Casa Pueblo sind mir diese Häuser aufgefallen, diese Wohnanlagen, die richtig ein Urlaubsfeeling vermitteln. Da könnte man sich richtig wohlfühlen. Und einer der Häuser von Casa Pueblo steht schon vor mir. Ein Haus in weißer Farbe mit einer Ähnlichkeit wie in Santorini. Und da kann man sagen, das ist ein Urlaubsfeeling wie in Europa. Also dieser Kurort Uruguays, der ist wirklich eine Sehenswürdigkeit. Mit diesen Blumen, einfach herrlich. Den muss man sehen. Es gibt da kein Wenn und Aber. Schaut euch diese Landschaft, diese Straßen und diese Kulisse hier an.
Das hier ist eine Straße. Ich denke mal, das sind nur die reichen Leute zu Hause. Aber so ein Armer wie ich kommt auch hier vorbei. Zu meinem nächsten Ziel habe ich gerade nachgefragt nach meinem Weg. Ich bin aber nicht falsch, sondern hier bei der Abzweigung muss ich als den linken Weg nehmen. Nein, nein, Leute, wir sind hier nicht in Griechenland, sondern in Uruguay, Südamerika. Und in ein paar Minuten habe ich die Spitze der Halbinsel erreicht. Links und rechts ist das Meer, so wie man sehen kann. Die schönen Häuser sind als auch hier vorhanden. Und es ist eins der schönsten Punkte, also Punta Bajena, sollte gesehen werden. Ihr solltet einmal im Leben hierher kommen. Es lohnt sich. Man kann sagen, dass diese Anlage wie aus einer Märchenzeit stammt. Hier hinter mir ist jetzt der Eintritt. Der Eintritt kostet 7 Euro und jetzt werde ich mal reingehen, mir das Ganze anzuschauen. Gleich neben dem Ticketverkauf haben wir den Eintritt und hier geht's jetzt rein. Und gleich wenn man hochsteigt, hat man schon die erste Sicht über das Meer, über die herrliche Landschaft hier. Also gleich am ersten Stock haben sie ein Restaurant eingerichtet und das ist jetzt gerade hinter mir. Und eine wunderschöne Sicht auf die andere Seite, die werde ich euch jetzt zeigen. Bei diesem Haus kann man richtig sehen, was ein Künstler drauf hat, welche Energie er hier eingesteckt hat und was als Ergebnis rausgekommen ist. Ein Wunder, mega Kunstwerk. Diese Rundungen, die einem schmeicheln, sind überall hier anzutreffen. Und ist auch sozusagen ein Vergleich mit einem Künstler aus Spanien, der die Sagrada Familia in Barcelona entworfen hat. Man läuft also durch das verwinkelte Haus und kann einfach diese Kunstwerke dieses Künstlers einfach bewundern. Man kann einen ganzen Tag hier verbringen, ohne Langeweile aufzukommen. Und ich muss sagen, diese Landschaft, auch neben dem Meer hier, ist wunderschön und belohnt einen. Es war eine gute Entscheidung, hier reingegangen zu sein, weil diese Sehenswürdigkeiten hätte man nie im Leben erträumen können. Und seht mal an, wen ich hier getroffen habe. Eine Katze, die hat mich wieder hier begrüßt, mitten im Museum. Und ich stelle gerade fest, dass die Katze hier zu diesem Raum dazugehört. Also der Künstler, der hat auch Katzen porträtiert. Thank you.
Also man kann sich fast nicht trennen von diesen schönen Orten. Jetzt verlasse ich als Casa Pueblo und gehe zu meinem nächsten Ziel. Es gibt ja so viele schöne Orte hier an dieser Küste. Also mein Weg bis zur Busstation sind als paar Kilometer zu laufen. Aber das macht ja nichts. Man hat eine Menge Geld gespart, weil ein Mietauto kostet hier viel Geld. Und dazu kommen auch noch die Wege, die Gebühren kosten. Somit ist es zu Fuß gesünder. Los geht's! Wieder angekommen in der zentralen Busstation, werde ich jetzt auf den Bus eine Stunde warten. Aber die Landschaft ist ja neben mir, daher kann ich ein bisschen relaxen und mir die Zeit vergehen lassen. Also jetzt darf ich euch begrüßen aus der Stadt Punta del Este. Sie liegt als neben der Großstadt Maldonado und ich musste bis daher einmal den Bus wechseln. Also ich habe ungefähr für diese Strecke eine Stunde gebraucht und bin jetzt hier gut angekommen. Also das Ticket für den Bus kostet 1 Euro und die Busstation liegt gerade hinter mir. Der Bus Nummer 12 kommt als bis daher. Man kann sagen, dass dieser Stadtteil wirklich schön ausgestattet ist mit schönen Häusern, die man hier auch zu sehen bekommt. Man kann sagen, dass diese gerundeten Häuser in der ganzen Gegend hier anzutreffen sind. Ich laufe jetzt Richtung Hafen. Und hier ist mir jetzt aufgefallen, diese schönen Blumen am Wegesrand. Einfach hier auf dieser wunderschönen Straße in dieser Ortschaft. Ja, und wie gesagt, bin ich jetzt angekommen am Hafen. Das hier ist die schöne Sicht jetzt auf den Hafen, auf die Boote und auf das schöne Wetter hier in Uruguay. Sozusagen sind die Häfen als vergleichbar auch mit den europäischen. Überall findet man fast das Gleiche. Überall ist das schön. Nicht nur hier. Und da hier eine Bank ist, kann ich mir hier gleich die nächste Pause einrichten. Ja Leute, was sagt ihr? Konnte ich euch beeindrucken mit diesen schönen Bildern von hier? Schreibt mir einfach, ich würde mich sehr freuen. Und hier haben wir schon wieder den nächsten Eck mit Blick auf das Meer. Jetzt laufe ich einfach darunter und möchte einfach den Blick da unten genießen. Und am Ende der Straße angekommen, bin ich jetzt auf der Promenade neben dem Meer und bewundere einfach jetzt die Hotels und Gebäude neben der Promenade und auch das Meer, das in seiner Pracht hier erleuchtet. Ich bin jetzt an der Playa Punta del Este. Die ist sehr vergleichbar mit der anderen Playa del Monza, die auf der anderen Seite liegt. Aber da ich keine Zeit hatte, dorthin zu kommen, bewundere ich als diese und vergnüge mich als hier. Ja Leute, mein nächster Punkt ist ja schon wieder erreicht. Jetzt bleibt mir auch nicht mehr viel Zeit und viele Punkte haben wir auch nicht mehr zu sehen.
Daher mache ich jetzt eine kleine Pause und habe noch eine Überraschung für euch vorbereitet. Also bleibt schön dran. Die Finger einer Hand, die hier aus dem Sand hervorragen, ist ein Monument, das einzigartig hier in Uruguay ist. Eine Ähnlichkeit gibt es noch in Chile, in der Atacama-Wüste. Aber das werden wir vielleicht irgendwann mal ein nächstes Mal sehen. Das hier wird ein unvergessliches Bild sein. Man denkt gerade, da wäre jemand begraben und schreit nach Hilfe. Den müsste man jetzt hier retten. Da hat man aber viel zu tun, diesen ganzen Sand wegzugraben. Ich hoffe, dass euch dieser Film gefallen hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden. Wir sehen uns nächste Woche ganz bestimmt wieder in einem anderen Land. Und meine Reise ist ja hier nicht zu Ende, sondern sie geht weiter. Und wir sehen uns nächste Woche in Chile. Also bleibt schön dran, verfolgt mich weiter, abonniert euch schön und wir sehen uns ganz bestimmt. Ich freue mich auf euch, wünsche euch noch alles Gute, bis dahin. Bis bald wieder. Ciao.